Willkommen zurück, liebe Leute, zu einem neuen Part von Let's Play Mario Kart DS. Das letzte Mal hatten wir den Pilz Cup beendet und diesmal machen wir weiter mit dem Blumen Cup. Vielleicht erstmal noch was kurz dazu, weil ich das noch nicht erklärt hatte. Wir haben ja verschiedene Modi, Grand Prix, Zeitrennen versus Wettkampf und Rennmissionen. Naja, wir fangen an mit dem Grand Prix, machen alle Grand Prix durch in 50 CCM und dann eventuell nochmal in 100 CCM mal sehen. Dann machen wir auf jeden Fall mal die Rennmissionen, weil das war eine Exklusivsache, die es nämlich nur, tatsächlich wirklich nur für Nintendo DS gab. Danach nicht mehr, davor auch nicht. Das heißt, das werden wir auf jeden Fall nochmal machen, eventuell in der Wettkampf der Kämmer. Habe es damals aber in Mario Kart 8 noch nicht gezeigt. Egal. Gibt es auf jeden Fall. Mag es aber nicht so. Also Wettkampf-Zeitrennen machen wir höchstwahrscheinlich nicht. Verso-Rennen, mal sehen. Machen wir vielleicht auch noch. Dies weiß es aber noch nicht. Nun aber erstmal zum Grand Prix. Denn da haben wir noch einiges zu machen. Das Rad habt ihr mir das letzte Mal schon ausgewählt. Wir machen jetzt einfach mit dem nächsten Grand Prix weiter. Und zwar ein Blumencup. Dann werden diese beiden hier folgen und dann eben die, die noch an Fragezeichen haben. Je nachdem, wann sie frei werden. Nun aber erstmal zu dem. Und der glühheiße Wüste, wie diese Strecke hier so schön heißt. Ja, das Thema heute, wie gesagt, ist, was ich mir überlegt habe, ist so tatsächlich so Retro-Konsolen. Wie nehme ich die auf? Wie capture ich die? Was habe ich dafür? Darüber reden wir. Als erstes zur Auflösung auf die Frage hin, ob ich Nintendo DS Capture Card hatte, konntet ihr aus dem letzten Part überlegen. Es sieht sehr danach aus, ne? Es ist aber auch kein richtiger Emulator. Ich spiele es einfach virtuell Konsole auf der Wii U. Sieht aber täuschend echt aus wie ein Emulator, tatsächlich. Ich sag Emulator wie so eine Capture Card. Vor allem durch den Modus, den man wählen kann. Aber das ist nämlich auch voll cool. Man kann hier nämlich, wenn ich mal ins Menü gehe, den Modus zum Beispiel auch so ändern. Oder was ich auch noch ganz cool fand, tatsächlich das hier. Das sieht auch mal nice aus, aber das finde ich ist jetzt nicht so. Ich bin eher für das, wie es die normalen YouTuber, sag ich mal, auch haben. Das finde ich persönlich einfach am besten. Damit wisst ihr jetzt auch, wie ich es spiele, aber das soll schon in Ordnung sein. Ich habe natürlich keine ewig teure Nintendo DS Capture Card gekauft. Wieso auch? Ja, weil Nintendo 3DS mit Display ist, dann wartet es eh noch ein paar Jahre. Entweder ein bisschen gezeigten Emo gibt oder bis die vielleicht als virtuelle Konsole-Titel. Haben wir wieder den Bug. Virtual Console Titel, letztlich an den Start gehen, sag ich mal. Oder, ne, weil ich meine, bis dann haben wir noch so viele Nintendo DS Spiele und so viele andere Spiele, die wir währenddessen noch nicht spielen können. Die reißen uns vollkommen, wenn wir ehrlich sind. So, und dann sind wir nämlich auch beim richtigen Stichwort, nämlich Retro Konsolen und wie ich diese aufnehme. Mein erstes Retro-Konsole-Display war Mario Party 1. Und da habe ich mir erst was ausgedacht, so Nostalgie-mäßig. Ich wollte ein N64-Spiel spielen, mein erstes Retro-Spiel. Und dann wollte ich auf der N64 spielen. Also habe ich zu Freude von ein paar Bekannten mir eine N64 zugelegt und Mario Party 1. Also habe ich dann auf der Original N64, die ist über ein Konverter angeschlossen habe, zu dieser Sache komme ich gleich. Habe ich dann also mal Party 1 neu gesteckt, das gespielt. Zuerst wollte ich meine Capture Card, die alte. Hat nämlich früher so eine Habos PVR 2 Gaming Edition, hieß das Ding. Bloß nicht empfehlenswert, die ist am Rande. Wollte die nicht annehmen. Also habe ich dann, dann ist irgendwann auch kaputt gegangen zu meinem Glück, wollte ich jetzt im Nachhinein sagen. Dann habe ich mir eben eine Elgato gekauft und mit der konnte ich dann auch so Let's Plays von richtigen Retro-Konsolen machen. Und so habe ich dann eben an N64 immer angeschlossen. Und
dann eben darauf gespielt, sage ich mal. War ganz lustig. Ne? Da habe ich mir noch ein paar weitere Spiele gekauft, nämlich Super Mario 64 und Yoshi's Story. Und jetzt zu Weihnachten habe ich mir die beiden Nostalgie-Zelda-Titel gewünscht, auch Must-Have für die N64, nämlich Ocarina of Time und Majora's Mask. Über beide werde ich mich freuen, wenn die ankommen. Wenn ich Zeit finde, werde ich die auch displayen. Aber erstmal voraussichtlich nächstes erste Zelda-Let's Play. Kack, was es nämlich jetzt irgendwann geben wird, wird Hyrule Warriors sein. So viel kann, darf und möchte ich jetzt erstmal verraten. Mehr nicht. Ja, kacke ging es. Ich glaube, hier geht es doch, hier geht es entlang. Das ist eine Abkürzung, von der ich mir nicht sicher bin, ob das eine Abkürzung ist. Und nachdem ich Pilz überholt, vermute ich keine, aber ich bin immer noch happy, weil das eher so ein Stück Unglück ist. Ich dachte, was machst du denn jetzt? Ich dachte gerade, ich hätte mich überfahren. Und dann so, ach Gott, das hat mich zum Glück nicht verfahren. Dieser Moment, wo ihr denkt, ihr habt euch erfahren und seid plötzlich irgendwie letzter. Und dann merkt ihr, ich hab mich nicht verfahren. Diesen Moment, der ist nice. Um auf jeden Fall nochmal zurückzukommen auf die Retro Let's Play Geschichten. Ja, auf jeden Fall braucht man, um die N64 anzuschließen, ein AV-Adapter, weil die N64, um das kurz zu erklären, hat ja einen Retro-Eingangspress AV. Ist es ähnliches Gesicht wie mit der Wii, wobei es dann nochmal was anderes ist. Dazu komme ich auch gleich. Ja, auf jeden Fall müsste man dann, kann man das Ding so nicht an ein HDMI, kann man das nicht am Fernseher anschließen, weil diese HDMI-Ports hat. Da braucht man einen Konverter, der das Signal umwandelt in ein HDMI-Signal, um dann eben das HDMI per HDMI an Computer anzuschließen. Hat mich 38 Euro gekostet, gibt es bei Amazon. Ich kann den Konverter gerne mal in die Videobeschreibung packen. Dann könnt ihr das Ding mal anschauen. Ich bin sehr zufrieden damit. Er funktioniert und macht, was er soll. Ja, aber bei Wii war es nämlich aus, da braucht man aber ein Komponentenkabel. Da weiß ich auch nicht genau, wie das geht, weil ich habe noch nie eine Wii gehabt. Geschweige denn, diese an eine Capture Card angeschlossen. Die erste Konsole von Nintendo, die ich mir gekauft habe, war ein Jahr nach dem Release die Wii U. Seitdem bin ich auch erst so Nintendo gehypt, sage ich mal. Also konnte ich es ungefähr einrechnen, wann ich damit angefangen habe. Und ja. Also mit der Wii war es, soll es auf jeden Fall ein großes Gesicht gewesen sein. Der Nintendo hat ja auch so wie Seiten angefangen. Und der hatte oft ganz schön gelitten mit dem Komponentenkabel von der Wii. Da bin ich im Nachhinein, ach Gott, ihr tut Feuerdinger. Ha, das hat mir bei der Hand getroffen. Oh, kack, 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 kack. Kack, wie unnötig war das? Ja, das war erst behindert. Ja, dafür verdient es einfach nur, es weiter zu werden. Genau. Oh, und schon wieder. Halleluja. Was geht hier nur ab? Was geht hier ab? Kann man jetzt irgendjemand sagen? So, auf jeden Fall, das wird zweiter. Okay. Das war aber jetzt wirklich zum Schluss eine knappe Kiste. So, der Nintendo, der gute Knabe, hat sich tatsächlich so, ich muss weiter, so Wiesheiten angefangen gehabt. Mit den Displayen, was wir alle wissen. Eventuell zumindest wissen, und da hatte er erst Probleme mit dem Komponentenkabel. Ich verstehe es auch. Wenn es pressend bin, ist es ganz happy, dass ich erst zu View-Seiten angefangen habe, wo es ein HDMI-Kabel gab. Ich hoffe, dass die Nintendo Switch auch einen haben wird. Ich gehe aber sehr davon aus, zumindest in dem Mode, wo man das an die Docking-Station anschließt, sollte die Switch auch HDMI-Kabel haben. Man sollte sie dementsprechend auch aufnehmen können. Ich hoffe mal, dass es so ist. Es gibt ja Gerüchte sogar, dass die Nintendo Switch einfach so eine In-Game-Aufnahme hat, quasi, dass es so einen Star-Button gibt, wo man so Momente quasi aufnehmen und auf YouTube und Twitch zahlen kann. Also das könnte eben quasi so eine Aufnehmfunktion sein. Keine Ahnung. So, wie bin ich gerade eigentlich so runtergeflogen? Würde ich mir aber auf jeden Fall echt irgendwas ganz cool vorstellen. Muss es. Was ist denn jetzt gerade los? Muss es so. Nein. Die sind
alle so böse zu mir. Das ist einfach eine Scheiße. So. Oh, hier gehen die ganzen Flipper. So, um auf jeden Fall nochmal zurückzukommen, jetzt habe ich wieder einen Faden verloren, über was habe ich gerade geredet. Achso, bei die Wii mit dem Scheiß-Komponentenkabel. Ja, das kann nerven. Ein Glück, dass die Wii U Wii-Spiele spielen kann. Dementsprechend, ja, auch eine ganz große Sache. Leute, falls ihr mit der Wii Spaß habt und euch trotzdem die Nintendo Switch holt, verkauft nicht die Wii. Oder auch sonst, verkauft die nicht. Weil die Nintendo Switch wird nicht rückwärts kompatibel sein. Das heißt, man kann, da wird da keine Wii U-Spiele drauf spielen können. Also keine Wii U-Disc einschieben können. Vielleicht, dass die es als Port gibt oder so, oder dass man sich downloaden kann. Kostenpflichtig und Tools, aber man kann nicht seine alten Wii U-Spiele da spielen. Und Wii-Spiele ist Rest gar nicht. Deshalb, also hat keine Original Wii-Disc. Deshalb verkauft bloß nicht eure Wii U. Ist jetzt erst ein Rat von mir. Oh, komm, jetzt zieh ich mich alle ab. Ja, genau. Aber ist halt Esto, ne? Weil wir auch bei der Wii U schon, die war rückwärts kompatibel. Das heißt, man könnte noch Wii-Titel drauf spielen. Aus zum Beispiel keine GameCube-Spiele. Das wäre so der einzigste Grund, mir überhaupt eine Wii zu holen, dass ich GameCube-Spiele spielen kann. Weil er ist tatsächlich so meine Lieblingsspiele wie Super Mario Sunshine oder so gibt. Super Mario Sunshine. Mein allerliebstes Mario-Spiel, ungelogen. Als Beispiel oder Luigi's Mansion oder so. Gibt es ja auch, oder Animal Crossing, gibt es ja einige coole, die dafür erschienen sind. Alter, wie lang ist denn die Bahn, bitte schön? Die dafür erschienen ist auf jeden Fall. Verkauft eure Unis. Macht Sinn. Weil sonst habt ihr jetzt damit einen Haufen Wii und Wii-Titel, wollt ihr spielen. Seid ihr übertraut, weil die Nintendo Switch, weil die sich bestätigt, kein CD-Laufwerk hat, sondern nur die Cartridges nimmt. Dementsprechend, natürlich, wenn ihr jetzt einfach die Wii U und Wii-Spiele nicht mehr spielen wollt, und das Zeugs verkaufen wollt, macht es natürlich. Aber ich meine, wenn die halt. Ihr braucht nicht damit rechnen, dass es auf der Wii noch, auf der Nintendo Switch noch Wii U-Spiele spielen kann. Weil dies einfach nicht so sein wird, dies wie gesagt jetzt am Rande. Ja, ansonsten, ja, ihr habt schon gesehen, Nintendo DS-Titel oder Game Boy-Titel, Game Boy Advance-Titel, Titel, wenn ich sie spiele, mache ich es auf der Wii U, weil man kann kein Nintendo DS ohne weiteres an die Capture-Card anschließen. Dasselbe gilt für ein Game Boy Advance oder so. Ein erster geworden an der Rande, aber dies geht nicht. Will ich auch nicht. Jetzt mal noch 2 Punkte gut machen im letzten Rennen. Das heißt, er muss erster werden. So, auf jeden Fall. Wo bin ich jetzt denn geblieben? Ja, richtig, dass der Game Boy keine Capsa-Anschlüsse hat. Capsa-Anschlüsse. Das heißt, da werde ich natürlich darauf zurückgreifen und das mit Virtual Console spielen. NES-Spiele, da habe ich ja jetzt die NES Classic Mini. Ich werde zwar höchstwahrscheinlich auch bei denen belassen von der NES Classic Mini, weil da sind wirklich mit die, ich sag mal, besten Games drauf aus dem NES. Wenn ich davon, sagen wir, die Hälfte im ganzen YouTube-Dasein des Player reißt das vollkommen. Dementsprechend brauchst du da keine originale NES. Dann habe ich eben noch SNES-Titel. Wer weiß, vielleicht kommt ja eine SNES-Mini. Wäre eigentlich erst eine nice Idee, ne? Weil ansonsten gibt es auch da seine Möglichkeiten. Virtual Console, Wii U. Oder einfach dann tatsächlich auf den Original NES zurückgreifen. Wird aber schwer, das Ganze pflegen. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen. In meinem Fall ist es jetzt halt. Das ist eine Frage, ist halt ein Block. In meinem Fall ist halt eine N64, aber ist dasselbe. Alter! Was will dieser Geist von mir? Ich weiß, mein Item wegnehmen. Der ist aber ganz schön Hapsi. Das kann ich nur sagen. Hashtag Hapsi. So, aber wieder zurück im Kontext. Was haben wir gerade geredet? Ich hab's wieder am Faden verloren. Nicht mal so richtig.
Ja, den könnte man auch sehen, wie er da um die Ecke fährt. Ja, hallo. Ach so, ja, richtig, über, ja, genau, SNES Games. Also, explizit über die SNES Mini, die ganz cool wäre, wenn er sein würde. Ansonsten einfach eine originale SNES macht halt viel Arbeit. Könnte aber doch tatsächlich vorteilhaft, zumindest cool sein. Sonst einfach eben Virtual Console, View. Oder falls man von Wii hat und da eben schon Spiele hat, über die Wii. Geht auch. Dann haben wir eben noch den GameCube. N64 hat ja gerade schon erklärt. GameCube haben wir nur eine Möglichkeit. Dies ist ganz einfach, nach dem aktuellen Stand zumindest. Out. GameCube kaufen. Oder Wii kaufen, wie der ersten Generation. Geht auch noch, die ist auch GameCube kompatibel. Wobei es davon abraten wurde, weil ich glaube, dazu hat der GameCube noch bessere Anschlüsse. Sagt nur Komponentenkabel Wii. Alle Wii-Besitzer können mir das zustimmen. Da war das jetzt mit den AV-Anschlüssen sogar noch einfacher. Ganz klar gemacht, Nintendo. So, und damit müssten wir als eigenes in der dritten Runde. Oh, es hasst es immer diese Stelle, wo es die einfach übersehe. Immer diese Stelle. Und da müssten, apropos die Stelle. Dann müssten wir als eigentlich haben wir das schon durch, ne? Wir haben, ich glaube, bei allen Konsolen besprochen, wie man die am optimalsten aufnimmt, Nintendo 3DS, klar. Braucht man einfach eine tolle Capture Card. Abraten, unbedingt. Wartet ein paar Monate. Dann gibt es da auch was, Virtual Console, vermutlich für die Switch vielleicht, wer weiß. Ja, weil Wii ging das tatsächlich schnell, dass die Wii-Spiele für Virtual Console rauskamen. Das ist nämlich ausreichend orientiert. Wie Titel gibt es von das Virtual Console? GameCube-Titel aber nicht. Da fragt man es nur, wieso? Gibt es davon eventuell vielleicht ein Remake oder so? Man weiß es nicht. Aber größten Folge soll es ja vor Nintendo Switch, GameCube-Titel geben. Dies werden wir dann im Januar sehen, ob es die erste Virtual Console geben wird oder nicht. Oh, Mensch, das war jetzt erstmal ein Thema. Bin aber doch ganz froh, dass wir es jetzt abhaken konnten hier. Ah, damit haben wir doch mal wieder ein prallen Part. Mario Kart DS irgendwie gemacht. Schauen wir mal geschwind, was unser Ergebnis Anzeige sagt. Rang E, okay, bin ich immer noch mit zufrieden. Bin ja immer am ersten Platz geworden. Wahrscheinlich habe ich gerade auf die Punkteverteilung nicht geachtet. Ich glaube, das war aber erst einfach nur so ein Punkt oder so tatsächlich. Weil dieses war Luigi Flipper. 4 Minuten. Respekt. Weil wenn man das mit der glühheißen Wüste irgendwie vergleicht. Hey Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen von dem Part. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal.